Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. This land is my land. Dieses Land ist mein Land. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen durchgeguckt. Was gibt es alles, was kann man machen und so weiter und so fort. Wie gehen die Techniken? Natürlich sind wir noch lange nicht am Ende mit den ganzen Erklärungen und ich weiß es halt selbst auch nicht. Ich muss das mit euch zusammen probieren. Ja, wir testen nochmal so ein paar Sachen durch. Wir sind jetzt zu unserem alten Camp geritten, haben noch ein paar Sachen eingesammelt. Da gucken wir jetzt erstmal nach. Wir haben nämlich einen schönen High-Quality-Bow. Warum, wieso drop? Ich will den ausrüsten. Oder kann ich den jetzt einfach mit 1? Ah, hier, okay. Wollen wir natürlich den haben. Gucken wir mal, jetzt haben wir einen besseren. Haben wir einen High-Quality-Bow. Glaube ich zumindest, dass er das ist. Oh ne, warte, mit 1 war das, ne? Ja. General Backbow, High Quality, Range 61 Meter, Loudness 5 Meter. Damage natürlich besser, der ist natürlich schlechter. Den hatten wir vorher. So, okay, den haben wir ausgerüstet. Was hatten wir noch gefunden? Die Arrows sind halt auch automatisch. Wir haben jetzt 20 Arrows, 10 Medium und 10 Wooden Arrows, also Holzpfeile. Soundbaits, emits loud noise after 30 seconds after placement. Also die geben einen lauten Ton von sich, 30 Sekunden nachdem man sie gesetzt hat, diese Köder. Was sie dann anlocken, weiß ich nicht. Big Spike Trap haben wir auch gefunden. Poison Spikes, also vergiftete Pfeile. Oder, Spikes halt, also, ihr wisst schon. Covered with leaves and branches, also ist mit Blättern und Ästen getarnt sozusagen. Kills humans and all animals, also tötet Menschen und alle Tiere. Crafting gates can be found in desert and plains, also in der Wüste und plains weiß ich gerade nicht genau, was das bedeutet. Mein Englisch ist nicht so das Beste, ihr wisst das, oder auch nicht, wer es nicht weiß, jetzt wisst das. kann man auf jeden Fall, die Zutaten dafür kann man nur in der Wüste und in Plains finden, was das auch immer jetzt ist. Effect on humans, horses, wolves, deers, rabbits, foxes und buffaloes. Also es hat einen Effekt auf Menschen, Pferde, Wölfe, Hirsche, Kaninchen, Füchse und Büffel. Bush hideout, creed bushes, which can be used as hiding spot. Okay, da kannst du dir ein Gebüsch kaufen. Ihr kennt das, ne? Ich will ein Gebüsch kaufen von Ritter Kokosnuss. da könnt ihr euch verstecken mit und könnt ihr, ihr könnt sozusagen Posten ausspionieren, zum Beispiel feindliche Lager oder so. Gunpowder Charge, Explosiv. Universal Door and Gate Opener explodes in 3 seconds after placement. Also wenn man das platziert hat, explodiert das innerhalb von 3 Sekunden und kann man universal einsetzen bei Toren und bei Türen. Da kriegt man Türen und Tore mit aufgesprengt. Healing Potions erklärt sich von alleine, ne? 120 Heilung über 60 Sekunden verteilt. Ja, ein paar Mushrooms haben wir, an den Brown Mushrooms haben wir gepflückt, genau. Crafting. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt 754 Skillpunkte. Wir können jetzt zum Beispiel hier lernen. Den Arrow. Wir können sogar einen Exploding Arrow lernen. Den Heavy Arrow. Aber da musst du auch erstmal gucken. Guck mal, da braucht man einen Iron Arrow Head für. Heavy Arrow. Holz, Sinew und Wolf Claw. Also, das sind die Zutaten, muss man natürlich auch erstmal haben, ne? Ein Hunter's Bow. Ich weiß nicht, was Sinew sind. Es könnte eine Haut sein oder so, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja, müssen wir mal schauen. Unsere Leute gehen hier noch, gehen ja noch durch die Gegend. Ihr seht das. Hier sind auch welche von uns. Hier sind schon feindliche Lager. Apropos feindliche Lager, dann können wir vielleicht einmal kurz. Es wird jetzt eh gerade Nacht, ne? Wir markieren uns das mal, das feindliche Lager. Lassen wir unser Pferd jetzt erst hier stehen. Ja, wir lassen das erstmal stehen, das Pferd. Dann gehen wir da erstmal hin.
Will euch das auch mal zeigen. Warum läuft er denn jetzt nicht? Was ist denn jetzt wieder? Hallo? Outpost, you can initiate fast travel from nearest outpost. Ja, also man kann auch ein fast travel machen. Ach, ich bin overloaded. Ich bin overloaded. Deswegen kann er nicht rennen. Ich bin total überladen. Ich werde jetzt mal den mal rausschmeißen. Na gut, das wohl nicht. Den Woodenbow. Na, den will ich nicht rausschmeißen unbedingt. Ich bin immer noch überladen. Aber ich muss. Dann stellen wir den nachher wieder her. Jetzt können wir wieder laufen. Aufgeschissen. So, ich will jetzt mal das Camp ausspionieren. Wenn wir da hinkommen. Unser Pferd wird ja gezeigt, wo das steht. 100 Meter. Dann gibt es auch Indikatoren, gibt es auch, ob die dich sehen, ob die dich nicht sehen und so eine Sachen. Aber das kann man ja alles schön skillen noch. Jetzt gehen wir mal sneaken runter. Die Indianer das halt so machen, ne? Mit Q könnte auch jetzt hier einfach Position wechseln. Könnte auch besser hinter den Felsen gucken. Oh, das ist aber ein großes Lager. Will ich natürlich nicht direkt drauf zugehen. Also da steht einer am Feuer. Interrogation oder so ähnlich. Killing linker Maustaste is not an only way to deal with the enemies in a close range combat. When you are close enough to an enemy, you can trigger interrogations or so ähnlich. By F, during interrogation, you can obtain useful information. Note that camp group leader now more than other members. Also, das ist nicht die einzige Option, jemanden zu töten mit der linken Maustaste, sondern man kann auch nah rangehen. Und wenn man nah rangeht, kann man halt ausfüllen, linke Maustaste oder F drücken. Dann wirkst du den sozusagen, hältst ein Messer an der Kehle und quetscht halt Informationen aus ihm heraus. Bei einem Anführer werden wir auch Informationen rausbekommen, wenn man natürlich wüsste, wer der Anführer ist. Integration can be resolved by killing or stunning enemy. If enemy detected you are aware of your presence, you can grab him immediately. If you first you need to get this heal to 16%. Percentage can be increased by learning skills. Also, wenn der Feind dich entdeckt hat, also ich versuche es so halbwegs mit meinem Englisch zu übersetzen, ich hoffe, ich übersetze das richtig. Wenn der Feind dich entdeckt hat, dann kann ich ihn nicht greifen sofort. Ich muss ihn erst runterhauen, seine Heilung muss ich erst auf 16% runterprügeln, damit ich ihn packen kann. Aber das kann man wohl durch Skills erlernen oder so. Natürlich ein großes Lager, ne? Also wo ich es angespielt habe, hatte ich ein viel kleineres Lager. Da waren zwei Leute drin. Ich dachte, sowas ist das auch. Aber das ist richtig mit dickem Haus und alles. Und natürlich aufgucken da vorne. Seht ihr das gerade aus? Scheint auch ein Feuer zu sein. Eine Fackel oder so. Natürlich aufpassen. Wir sneaken uns trotzdem mal ran. Aber dann seht ihr, da steht einer am Feuer, rechts. Na gut, das ist noch ein bisschen zu heftig. Wir werden erstmal woanders hingehen. Wieder Taste Q. Magst du dann rechts auf der rechten Seite doch lieber. Sneaken wir uns halt wieder weg hier. Unserem Pferd zurück. Gucken wir mal ein anderes Lager. Das wäre auch jetzt wäre es auch nicht sinnvoll, da reinzugehen. Weil erstmal ist das ein großes Lager, weil ich weiß, wie viele Leute da sind. Nachher sind da 10 Leute. Also die kann ich gar nicht alle killen. Ich als voll Indianer. Häuptling hin oder her. Der Jesus Farm sendet Patrol, bla bla. Also die Jesus Farm sendet Patrouillen aus, um feindliche Lager aufzuspüren. Das heißt, wir werden uns jetzt hier schnell verpissen. Ich weiß nicht, ob das die waren, bei denen wir jetzt gerade waren. So, wir müssen... Achso, ich drücke immer durch M, ne?
Camp wieder. Wird der große Indianer-Häuptling Felschek mal wieder zurückreiten. Erstmal ausladen. Ihr seht, es gibt hier auch so eine Art Wege. Da reiten wir natürlich drüber hinweg. Wollen ja nicht auffallen hier, also reiten wir durch Pampa. Wenn wir dann irgendwo hochkommen. Was man leider nicht kann, was mich noch ein bisschen stört am Spiel ist, dass man leider nicht springen kann, ne? Man kann auch nicht mit dem Pferd irgendwie springen. Glaube ich zumindest. Boah, ich denke mal, wir müssen da oben hoch, ne? Muss erstmal einen Weg da hochbahnen. Versuchen es mal rechts rum. Rechtsrum könnte klappen. Da liegt auch ein Reh rum. Da liegt voll das Reh und es stört sich gar nicht dran. Guck, ne, doof. Das sind noch so Sachen, die sind natürlich verbesserungswürdig, würde ich sagen. Oh, hier geht's bergab. Schön langsam Hoppelhü. Schön langsam, mein kleiner Junge. So ist fein. Okay, unsere Jäger haben schon wild erlegt. Schön. Wenn wir es erstmal speichern. F gedrückt lassen und dann saved er das Game. So, und ist auch wieder herrlich der Tag. Jetzt können wir hier auch Sachen lagern. Drücken wir wieder Tab. Drücken links auf unser Lager. Und jetzt können wir hier Put Items to Camp. Und jetzt haben wir halt die Sachen hier drin. Packen mal die hier rein. Die Traps machen wir rein. Den Hideout. Gunpowder. Auch die Heilung machen wir rein. Müssen wir mal gucken, was... Was machen die denn hier? Instant Bow, Sino, Backbow. Die können wir gar nicht benutzen, die Wooden Arrow. Weil wir haben den Sino Backbow und da den kann man, die Pfeile kann man nur mit den Ancestor Bow und den Wooden Bow benutzen. Also ist das halt useless. Packen wir auch ins Lager. Die beiden können wir benutzen, das ist schön, dann lassen wir die mal drinnen. Aber dann haben wir wieder ein bisschen Platz. So, dann müssen wir mal gucken. Tame Horses. Ja, wir sollen vielleicht einen losschicken, der Pferde zähmen kann. A bait will greatly speeding up finding and taming horses. Also wenn ich Heuballen herstelle, ist es effektiver und schneller Pferde zu finden und sie zu zähmen. Das mit den Waffen habe ich auch noch nicht verstanden. Wo ich es mal angestellt hatte, habe ich auch Waffen hergestellt und alles. Ich habe jetzt hier auch... Ach nee, den Bogen habe ich ja weggeschmissen, ne, weil ich keinen Platz hatte. Dann senden wir mal einen los, der ein paar Pferde organisiert. Ihr könnt das Saddle machen zum Beispiel. Ne? Könnt ihr euch hier zum Beispiel Gebiete aussuchen, wo wir ein neues Gebiet erschließen wollen. Mache ich natürlich erstmal nicht. Hier könnt ihr euer Camp upgraden. Hier könnt ihr euer Camp abbrechen. Hier können wir... Das ist die Schnellreise. Travel to Camp. Wir können attacken. Send warriors to attack enemy settlement. Das heißt, wo wir gerade waren in dem Camp. Ich denke mal, das war das hier, ne? War das das? Ich glaube, ja, ne? Wir können jetzt unsere Krieger, wenn die voll ausgerüstet sind, können wir die natürlich dahin schicken. Send warriors to gather Ressourcen. Das hatten wir auch schon mal gemacht, ne? Tame Horses und wir können auch Patrouillen rausschicken. Ja, Skills hatte ich euch auch schon gezeigt. Social, ne, das hatte ich euch alles schon gezeigt. Ja, und so großartig weiter war ich bis jetzt auch noch nicht. Dann gibt es halt mit Taste T, das habe ich jetzt ausgemacht, ja. Seht ihr, hier sind auch andere Leute, die hier noch schreiben. Könnt ihr hier an- oder ausmachen.
auf Social Events kann es auch an- und ausmachen. Wofür das ist, weiß ich nicht, weil es steht bei Steam, dass es ein Singleplayer-Spiel ist. Warum habe ich dann also so etwas, weiß ich nicht. Man kann auch hier reingehen und die arbeiten dann hier immer. Oder man kann hier auf den Loot zugreifen mit F. Das ist das, was wir auch gerade reingeschmissen haben. Und der hängt da gerade ein bisschen fest, Herr Bruder. Wir wollen natürlich nicht, dass der hier festbackt, der Kollege. So, genau, was ich euch zeigen wollte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel gewisse Sachen braucht oder so. Und mal gucken, wie das funktionierte. Genau. Ich glaube, hier war das. Ich glaube, dann Create Objective musste, glaube ich. Glaube ich, weiß ich nicht. Oder war das. Nee, Skills auch nicht. Inventory. Channel Order. Achso, hier kannst du das noch. Hier kannst du sagen, nee, hör auf, weiter Seile zu machen. Haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, gemacht, ne? Und der andere sollte noch Holz sammeln. Das können wir priorisieren. Oder wir können die Order auch channeln. Jetzt können wir sagen, wir brauchen mehr Flachs zum Beispiel. Ne, da kannst du es nur nehmen. Wie ging das denn nochmal? Wie habe ich das gemacht? Das weiß ich selber gar nicht mehr. Hier siehst du auch, was die machen. Der eine geht tame, der andere sammelt Flachs zurzeit. Wie habe ich das gemacht? Ihr seht auch, könnt auch den Bogen einfach ins Camp legen. Genauso wie die Pfeile, Putto Camp. Natürlich nicht, weil dann haben wir gar keine Waffe mehr. Ich mache jetzt mal den Wooden Bow. Create Objective. Collect Indigrants, also sammelt Zutaten für einen Wooden Bow. Dann brauchen wir 25 Holz. Das machen wir jetzt mal. Dann machen wir Search. Und jetzt genau so war das. Und jetzt haben wir nämlich Collect Wooden Bow Indigrants. Ach, da sind ja ihr Zungenbrecher. Pelzek und sein Englisch. Ja, achso. Loot. Achso. Naja, das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht unser eigenes Zeug hier wieder klauen. Ich werde jetzt mal alleine wieder losgehen, ohne das Pferd. Wir wollen ja auch ein bisschen hier was machen und nicht nur mal rumreiten. So. Und dann zeigt er euch das nämlich an, wo das ist. Weil es ist sehr schwer, sowas zu finden manchmal in der Natur. Manchmal sieht man so einen Baum hier. Da seht ihr, das sind so kleine grüne Bäumchen. Diese Hickory brauchen wir jetzt, um Bögen herzustellen. Und jetzt, zack, jetzt haben wir, ihr seht das schon oben, 2 von 7 Wood. Flachs brauchen wir natürlich auch. Also läuft ihr einfach nur durch die Wildnis hier, nachdem ihr das aktiviert habt. Das heißt, er zeigt euch die Zutaten an, wo es die gibt, wenn ihr den craften wollt. Und dann rennt ihr einfach so in der Wildnis rum. Ganz genüsslich. Irgendwann wird das schon was anzeigen. Und dieses System finde ich sehr geil gemacht eigentlich. Keine Ahnung, ob es das schon mal gab in anderen Spielen, aber für mich ist das mehr oder weniger Neuland. Also ich kenne das so direkt nicht. Also wenn ich jetzt bis jetzt irgendwie was gespielt habe oder so, dann stand da nur, ja, du brauchst das und das und das und dann bist du halt losgegangen, hast du das gesammelt. Irgendwie ist hier gerade gar nichts. Normal, da siehst du, jetzt zeigt das wieder an, wollte ich sagen, den habe ich schon eher gesehen wie er. Da ist noch ein Hickory. Ja, also diese Rehe und Hirsche, die sind schon so ein bisschen verblödet. Hier ist Flachs. Ja, das sind diese Flachsbüsche, da seht ihr das. Flachs, einmal aufsammeln. Da ist nochmal Flachs. Und jetzt aktualisiert sich das immer oben links. Und das finde ich halt sehr geil. Das finde ich sehr geil gemacht. So. Das hier einsammeln. Das einsammeln.
Ach komm ich. Jetzt kommen wir hier an so einen blöden Baumhänger fest, kann man nicht mal rüberspringen oder rüberklettern, finde ich manchmal ein bisschen doof. So. Es gibt natürlich noch die roten Büsche hier, ne? Das ist Bugbrush oder Bugbrush. Können wir natürlich auch einsammeln, ne? Brauchen wir zwar nicht jetzt, aber ist nicht unser Ziel. Hier ist noch mehr Flachs, können wir natürlich auch mitnehmen. Eine gewisse Menge könnt ihr ja tragen, bevor ihr überladen seid. Hier sind noch Fireweed. Hier ist Stone. Steine gesammelt. Noch ein bisschen Flachs gesammelt. Hier gibt es ja so einiges, ne? Das können wir noch mitnehmen. Ja, ihr könnt euch hier richtig auslassen. Ich weiß nicht, ob man Bäume fällen kann oder ähnliches. Oder ob Indianer sowas nicht machen. Ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, mein Leben. Jetzt, ja, am besten orientieren wir uns nach dem Pferd. Man sieht, das ist sehr klein noch. Der Reiter könnte auch noch ein bisschen verbessert werden, finde ich. Aber es ist, guck mal, so gegen die Sonne ist das schon ganz schön. Aber es sieht mega geil aus hier schon, ne? Ist jetzt keine mega Top-Grafik, ich weiß, aber für ein Indie-Game und so ist das schon sehr, sehr geil. Wer ist da? Wer ist da? Ja, ist schon geil. Aber ihr seht, es stockt manchmal. Alles wird ein recht chilliges Let's Play. Ist auch kein angespielt. Ich mache hier wirklich ein Let's Play von. Ja, wir können natürlich mal versuchen, es zu jagen. Müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo Hirschi Hirsch in der Nähe ist. Und ihr könnt nur Zutaten sammeln von Sachen, die ihr geskillt habt schon, ne? Also die ihr schon gelernt habt. Dann sneaken wir mal eine Runde. Muss ich natürlich mal gucken. Taste 1. Da, so, was. Aber jetzt zeigt mir das gar nicht hier. Medium Error. Dann nehmen wir mal die Medium. Und das Reh ist gerade hier irgendwo hingelaufen. Dahin ist er. Oh dear. Schleichen wir uns noch ein Stück näher ran. Wir kommen ja von hinten. Ansonsten, der Wind kommt von hier vorne. Also in einem Simulator wird er mich jetzt wittern. Wenn der Wind von seiner Seite kommt. Ne, von meiner Seite, ne? Jawohl, wir haben ihn erledigt. So, jetzt einfach das F. Zack, jetzt haben wir Medium Error. Zweimal Fleisch, einmal dieses Sinu. Also mehr ist das auch nicht. Wir haben ihn jetzt schön erlegt, von hinten erwischt, den Bruder. Es wird auch schon wieder Nacht. So wie gesagt, also man kann den Leuten, man kann seinen Siedlungen auch helfen. Wo noch Pilze sich gerade. Auch noch mit. Ja, auch noch Pilze, aber giftiger. Nehmen wir auch mit. Ja, dadurch kann es natürlich ein bisschen hakelig manchmal werden. Wenn man halt nicht klettern oder springen kann. Wir können natürlich auch aufmounten und also wenn man Shift kurz drückt, dann galoppiert er auch. Also ich will mal kurz stoppen. Jetzt drücke ich mal nur Taste W. Was er jetzt macht. So, jetzt drücke ich. Ne, er galoppiert auch, ne? Drücke ich mal Taste Shift-Taste links. Ne, das macht doch keinen Unterschied. Das dauert halt einen Moment. Das ist jetzt natürlich Shift. Also W gedrückt lassen, Shift und W gedrückt lassen. Kann ich eigentlich das Tor auch öffnen? Und hier? Hier, ne?
wollte ja sagen, er geht da jetzt einfach durch. Einmal abmounten. Vor auf. Wieder rauf das Pferd. Pferd mal hier reinstellen. So. Vor wieder zu. Pferd geparkt in der Garage. So. Jetzt haben wir ja gesammelt. Und jetzt werden wir Craft, Wooden Bow, das haben wir jetzt ja gesammelt. Also wenn wir den Craft, den Wooden Bow, zack, das war's. Ne, wie gesagt, wenn ihr jetzt wieder Zutaten braucht, müsst ihr Create Objektiv wieder machen und dann müsst ihr halt noch einstellen, ne, könnt ihr jetzt nochmal klicken hier zum Beispiel und jetzt könnt ihr einstellen, das sind die Zutaten für einen Bogen, wenn ihr natürlich zwei Bögen wollt und, nee, doch nicht. Also normal müsste das hier erhöht werden, ne? Also wir brauchen jetzt 25, klar. Für zwei Bögen sind 50, dann 75 und so weiter und so weiter. Dann einfach nur Search und das war's. So, ich sehe gerade hier an der Maus ist am Laden. Ich hoffe, der schmiert mir nicht ab, das Spiel. Den Bow haben wir gecraftet, die Arrows. Da können wir mal lernen, ne? Lernen wir mal einen Arrow hier. So, haben wir gelernt. Da haben wir noch 600 Punkte. Wir können Hunter's Bow lernen. Machen wir das? Range 53 Meter, da ist ja mein jetziger noch besser gegen. Den haben wir schon, ne? Den haben wir. Also wäre der nächste der Warbow eigentlich schon. Sound Arrow, Stun Arrow, Toxin Arrow, Medium Arrow, Long Arrow, Iron Arrow. Da sind so einiges an Pfeile. Fallen. Ne, Köder. Attract Plant Eating Animals. All but Horses. A-Bait. Ah, hier. Heuballen. Lernen wir. Hat uns 400 Punkte gekostet. Aber jetzt können wir jetzt die ja für einen mal für vier Stück. So. So, und jetzt viermal Fireweed Leaf und 12 Black Cushions Root sammeln. Und dann kriegen wir aber wir safen erst einmal. Und dann bekommen wir was hat gesagt, vier Stück jetzt, ne? Dann machen wir vier von diesen Heuballen, das heißt derjenige, der tame, der die Pferde sucht und zähm geht, der kann sich die mitnehmen, die Heuballen, und dann sind sie schneller in unserem Gehege. Das ist unser Camp wächst ja, also brauchen wir auch mehr Pferde. Hösenhaus, Wagon, da ist irgendwas gerade passiert. Steht das hier drin, glaube ich, ne, bei T. Nee. Die Leute fragen halt hier auch und so, ne. Oh. Könnte halt anmachen auch. Ne, irgendwas war da gerade. Irgendwie wurde gerade ein Gefangenentransport losgeschickt oder so. Und was und wie auch immer, weiß ich nicht. Das bin ich auch noch nicht hintergestiegen. So, da brauchen wir noch was von. Sammeln. Warum ist noch was? Sammeln. Das finde ich halt sehr geil, ne? Wie das gemacht ist. Ich weiß, habe ich schon mal gesagt, aber es ist halt auch geil. Das ist echt cool gemacht, ne? Dass er dir anzeigt, wo das alles ist und so. Und du brauchst das wirklich, sonst läufst du hier manchmal wie so ein Horst rum. Wo ich das noch nicht wusste am Anfang, da habe ich hier Holz gesucht, wie so ein Blödmann habe ich hier Holz gesucht. Hab tausende von diesen Büschen übersehen und was nicht alles, bin immer zu den falschen Büschen gerannt. War dann schon ein bisschen ärgerlich, ne? Da bin ich auch schon dran vorbeigelaufen. So. Da sind gerade keine mehr, also müssen wir mal ein bisschen weiter runter wieder. Auf jeden Fall ein schönes Sammel- und Jagdgebiet hier. Solange hier keine gefährlichen Tiere sind.
ist auch noch ein bisschen. Bugbrush brauchen wir zwar nicht, nehmen wir trotzdem mit. Ja auch. Und ein bisschen Flachs. Ja, auch noch ein bisschen Flachs. Flachsi, Flachs hier. Oh, da ist wieder was. Die brauchen wir. Zack. Gleich voll. Ikoi, da war wieder Holz. Also ich schon mal weiten, da hinten ist wieder was, oder? Meine ich ja. Ja, ich denke auch mit der Zeit werde ich halt auch wissen, wo, wie was aussieht. Also Fireweed Leaf haben wir. Genug. Wir brauchen noch Black Cautious Root. Also irgendwie schwarze Wurzeln oder sowas, ne? Schwarze Kochoswurzeln oder so ähnlich. Also ich glaube zumindest, dass Wurzel heißt. Da oben sind welche. Da sind sie. Noch eine. Na, da hat er tatsächlich irgendwas an. Ach, hier. So. Quest erledigt. Gehen wir hier rein. Hey, Bait. Jetzt kann man auch Hold Shift Alt to craft all amount of items. Machen wir auch. 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Haben wir auch wieder Skill Points durchbekommen. Hier seht ihr auch das schön das Gewicht, ne? Meine Ausdauer, mein Leben. Ich habe jetzt 30 von 40 hier. Was hier für komische Geräusche? Da fällt euch noch Angst hier. Ja, mein Lieben. Oh, ist das da oben ein Haus oder ein Berg? Ja, mein Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, in This Land is My Land. Ich will immer sagen, This is My Land. Aber wir können auch sagen, This is My Land. Mir auch egal. Aber so heißt das Spiel natürlich nicht. Das Spiel heißt This Land is My Land. Sehen wir in einer weiteren Folge, wie es weitergeht. In dem Sinne, wenn es gefällt, Like und Abo und die Glocke nicht vergessen, neben dem Abo-Button, um keine weiteren Folgen von mir zu verpassen. In dem Sinne sagt euer Feld euch danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns in einer weiteren Folge. Bis demnächst. Tschüss!